Naja, ich meine, sämtliche Unterstützung, die alle Künstler in Deutschland durch solche Aktionen gehabt haben, war natürlich unfassbar wichtig und haben uns in vielerlei Hinsicht natürlich auch geholfen. Nicht nur finanziell. Das Finanzielle ist, glaube ich, ist zwar auch wichtig, aber das konnte diesen riesigen Ausfall, den wir in den letzten 2 Jahren gehabt haben, wirklich nicht ausgleichen. Aber mental, dass man weiß, da ist jemand, der denkt an einen, der versucht, jemanden zu unterstützen und gibt dann auch die Möglichkeit, ja, seine Kunst zu machen. Denn das ist der Grund, warum wir überhaupt da sind. Naja, ich meine, natürlich unser Konzert, das wir oben im Büchchen gespielt haben, das war schon ein Riesenerlebnis. Und ich muss dazu sagen, das war nicht nur dieser Spaß, den wir bei der Ausübung unserer Musik gehabt haben, sondern, und das muss ich als jemand sagen, der sonst sehr, sehr wenig auf so mystische Sachen gibt. Ich habe da gestanden oder gesessen und gespielt und ich habe einfach gespürt, dass Reaktionen aus dem Publikum kamen, nicht sichtbar, nicht hörbar. Man hat einfach gemerkt, die Leute wollen das und die saugen das auf, was man da macht. Und vielleicht ist dieses Gefühl über die Jahrzehnte, die man schon Live-Musik macht, verloren gegangen. Vielleicht war das vorher auch schon da. Aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, das war besonders stark. Und das war mir sehr wichtig. Zum einen wünsche ich mir, dass aufgrund der doch erheblichen Ausgaben, die die Stadt in den letzten 2 Jahren da getätigt hat, dass der Kulturetat nicht gekürzt wird. Das ist so meine große Befürchtung, dass man jetzt sagt, wir haben kein Geld mehr, wir haben so viel Geld verloren durch die Pandemie, wir haben so viele Sachen bezahlen müssen durch die Pandemie. Wo können wir am leichtesten kürzen? Bei der Kultur. Und ja, ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass es nicht dazu kommt, sondern dass es zumindest so weitergeht wie bislang. Wünschenswert wäre natürlich noch mehr Geld, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Wenn das so weitergeht und wenn das nicht gekürzt wird, bin ich schon zufrieden.